Also wir sind hier in Oberderding in Flehingen in der Robert-Bosch-Straße bei einer Abfallentsorgungsfirma. Hier hat Schutt und Sperrmüll gebrannt, beziehungsweise brennt noch. Ja, das gab eine riesen Rauchentwicklung und die Feuerwehren sind aus ganz Oberderdingen, Sulzfeld, Kürnbach, Zeisenhausen, Bruchsal und Bretten hier vor Ort. Bruchsal mit Sonderfahrzeugen. Bruchsal hat auch Sonderlöschmittel dabei, eventuell, falls man Schaum braucht zum Löschen später. Aber aktuell wird alles noch versucht mit Wasser zu löschen. Genau. Und viele Spezialfahrzeuge sind auch vor Ort, sicherheitshalber. Okay, da war eine große Rauchentwicklung innerhalb der Firma. Das ist so ein überdachter Bereich, also nicht geschlossen. Und da ist eben dieser Schrott und dieses Sperrmüll eben gelagert. Und hier hat es extrem geraucht. Es wurde auch jetzt aktuell auch eine Warnung über Nina rausgegeben, aufgrund dieser Rauchwolke. Zur Brandursache kann die Feuerwehr jetzt aktuell keine Aussage treffen. Wir sind jetzt beschäftigt, wie gesagt, dieses ganze Material auseinanderzuziehen. Wir sind Bagger von der Firma vor Ort, die das machen. Und die Feuerwehr löscht dann zwischenzeitlich die Brandnester oder das Brandgut ab. Okay, die Feuerwehren sind mit rund 25 Fahrzeugen und über 100 Einsatzkräften. Die genaue Zahl liegt mir aktuell noch nicht vor, aber es sind deutlich an die 100 Einsatzkräfte, die vor Ort sind. Ja, die Kräfte wurden so positioniert, dass der Wind die Rauchwolke jetzt nicht zu den Einsatzkräften, sondern entgegen den Einsatzkräften. Und die Feuerwehrkräfte, die am Brand gut arbeiten, haben Atemschutzgeräte auf. Hey, aktuell ist der Robert-Bosch-Ring komplett gesperrt durch die Polizei. Wie lange ist nicht abzusehen. Die Nachlöscharbeiten werden sich hinziehen. Ich denke noch zwei bis drei Stunden auf jeden Fall. Vielleicht auch in den Abend hinein. Aktuell kann ich da noch keine Aussage treffen. Meiner Kenntnis nach gab es keine Verletzten. Der Rettungsdienst ist jetzt vor Ort mit einem RTW zur Absicherung der Feuerwehrkräfte. Falls hier irgendwelche Brandverletzungen oder Rauchgasintoxikation oder ähnliches. Oder Erschöpfung, weil die Temperaturen sind jetzt auch wieder dementsprechend. Die Sonne brennt schon den ganzen Tag. Ja, aber Verletzte an sich gab es keine. Die Kräfte haben den Brand gleich beim Eintreffen, so gut wie es geht, abgeschirmt zu Nachbargebäuden oder eventuell, ja. Wie gesagt, Brandausbreitung war zu keiner Zeit gegeben. Also die Büroeinrichtungen können nach wie vor genutzt werden. Das ist auf der anderen Seite gewesen, von dem Bürotrakt. Ja klar, da wo das Brandgut gelagert war, klar, das ist jetzt nicht mehr nutzbar. Aber das werden wir jetzt dann im Nachhinein sehen, was da für Reparaturarbeiten nötig sind. Zur Brandhöhe oder Brandschaden kann ich auch keine Aussage treffen.